Online. Der Link kommt gleich. Wow, bitte behaltet euch. Wofür den Link? Du bist doch eh live dabei. Ja, aber für Pulter. Ah, so. Ich muss erstmal selbst hier gucken, die Synchronisation zwischen Handy und dem Rechner hinzubekriegen. Alle sitzen sie schon ganz gespannt hier. Ich hab eh eine super geile Aufgabe, ich schieße da einmal drauf, ich pack mein BIOS rein, fertig. Teilen. Alter, du bist ja ein ganz feiner Turm. Teilen. Ah. Er hat seine ich da ein BIOS rein? Was, BIOS reinmachen? Nein! Nein! Ihr Trottel. Hört doch auf! Es gibt Leute, die glauben das. Das ist halt das Schlimme an der ganzen Sache, ne? Alles schon passiert. Ich hab nur gesagt, was meine Aufgabe ist. Ich hab nicht gesagt, dass man das machen soll jetzt. So, jetzt muss ich nur irgendwie an diesen dämlichen Link rankommen. Ja, der ist doch hier ein Dings drin. Ja, den hab ich da reingepostet. Ich muss nur zwischen. Damit ich die Sachen in die WhatsApp-Gruppe reinpacken kann, muss ich ja eine Synchronisation zwischen Rechner und Handy machen. Meinst du? Ja, und WhatsApp funktioniert in dem Fall für mich nicht, weil ich ja diese Connection gekappt habe. Damit man nicht rechts unten wunderschön sieht, wer mir so alles schreibt. So, jetzt habe ich's. Was? Du hast Geheimnisse? Ja, natürlich, für euch sowieso. Wie kannst du nur? Herzlein, du musst nicht traurig sein. nein, die andere Sache ist diese, wenn du wüsstest, dass WhatsApp gerade mit im Livestream ist, was meinst du, wie viel Scheiße da geschrieben wird in der Gruppe? Deswegen kommt das auch nicht an. So, das ist das Erste. Einfach nur, um einmal auf YouTube zu sein. Hallo, Baba, ich bin am Ich. Hat sich mal der Jeva gemeldet, vielleicht bei irgendjemandem? Ist der hier? Wahrscheinlich auf. Oder der Hauptmann? Im Teamspeak drüben. Nee, im Teamspeak ist keiner. Oh. Nee. Also, Jeva hat auch keine UV vergeben. Dann hat er Pech. Es war die ganz klare Ansage: Wer die UV nicht drüben hat, der kriegt dort das Endgame nicht. Soll er mal zusehen, dass er selber da ist. So. Will ihn noch jemand informieren und fragen, ob er Lust aufs Endgame hat, oder sagen wir einfach Pech gehabt? Wir schrieben 19 Uhr heute. Ja, da kann ich mich jetzt nicht drum kümmern. Du sollst auch gar nicht, ist nicht deine Aufgabe. Oh, ich guck mal, ob ich ihn anschreiben kann. Ich hab Flo jetzt. Ich hab jetzt Flo einfach mal im Discord. Der Flo bringt doch nichts. Flo ist doch nicht derjenige. Aber vielleicht sieht Flo, ob er drüben online ist. Ist doch scheißegal. Wenn er online ist, ist es ja noch schlimmer. So, keiner geht dann in den UV. Ich bin jetzt selber im UV und hab die alle aufgerufen. Sbi. Ah ja, ich komm mal nur. Ja, den Liverpool, Troll, Sepp, Michelangelo, Woodrow. Hey, ich hab verfasst 43 auf jetzt nach Umbau, Mensch. Boah, jetzt ist er auch, jetzt zeigt Messi, was er kann. Wow. Nur mit seinem okay, denk dran, 19 Uhr kann's losgehen. Genau, 3 Sekunden habt ihr noch. Ja. Bong, bong. Machen. Okay. Sehr gut. Ich komme eh nicht dran, ich stehe zu weit weg. Wechselt ihr noch irgendwas aus zwischen den Allianzen oder ist alles fix? Und wir müssen nochmal durchwechseln. Ja, also jetzt müssen halt noch 2 von Ares rein. Und dafür gehen dann Hulk und Osper raus. Ist der BL hier? Ja. Na gut. Kommst du an die Festung ran? Nee, so nicht. Also gut, musst du wechseln. Aber du weißt, wenn du wechselst, bist du eine Woche... Den kannst du eine Woche nicht mehr zu Schaffer bei Ares, ey. Hat jemand mit Ares schon mal gequatscht? Nicht. Also bist dann eine Woche bei Schaffer nicht und bei Sifos gehst du ja auch nach dem Schuss raus. Ja, kein Ding. Okay, dann weißt du Bescheid.
So, dann. Ist Vigo da? Ja, ich weiß nicht. Kannst du deine, unter deinen Main hast du noch eine Cashbude. Kannst du die wegverlegen? Dass einfach mal der Lydia und sie zu schauen. Dass ich da mit meinem Main. Oder Veronika. Wer spricht denn da rein? Welche meinst du? Ich will schauen, ob es vielleicht ein Ladekabel mitzumachen. Was? Ein weißes Kabel mit einem weißen Stick. Danke dir. Hi, yo. Oh, ist er fast durch. Der läuft fast los. Ah, jetzt ist Eva hier im Discord. Richtig. Hast du Hauptmann gesehen? Nein. Hauptmann hat UV gegeben. Okay. Und wer ist bei Osper drin? Ich. Diego. Ah, okay. YouTube. Das bin ich, das ist Leo7044. Ich habe mich nur umbenannt, damit es offensichtlich ist, dass hier irgendwas auf YouTube gestreamt wird. Damit hier keiner was Böses sagt. Genau. Was machen die meisten Menschen im Dunkeln, wenn sie grinsen? Nein, ich weiß. Na komm, jetzt hau raus. Ich deklariere es als FSK 18, hau raus. Nee, das ist, nein, das darf ich nicht sagen. Du wirst. Ja, dann nicht. Dann darfst du das Ding gar nicht erst veröffentlichen, wenn er das Ding jetzt zu Ende bringt, weil ich ihn kenne, nämlich. Ja, dann tut's einfach nicht. Das ist so dann, ja, das könnte so ein typischer Zerwummern-Spruch sein oder Witz sein. Haben wir da eigentlich eine Reihenfolge, wer wann schießt oder? Jeder, wie er drankommt. Also jetzt beim Vorglühen nicht, je nachdem, wie schnell du klicken kannst. Beim Vorglühen entscheidet der Ping und bei den realen Angriffen entscheidet es Hulk. Ja, wir machen das. Die Stärksten greifen jetzt, wenn die Codes drin sind, greifen die Stärksten zuerst an. Zwischendurch schmeißen wir dann nochmal den GT-Eiler rein. Gucken wir mal, wie die Kolossus dann weggeschossen werden. Und dann gehen wieder die stärkeren Offs ran. Also man merkt, Alex hat für 2 Minuten bezahlt, Alex kriegt 2 Minuten. Ja, das ist die Off, die ich ja noch gestern reingebastelt hatte. Wenn er 2 Minuten wird nicht viel kaputt gehen. Aber die Nordler müssen Spectre mit reinschicken, ne, um die Flax wegzumachen. Ja. Dritte Welle Bomber, vierte Welle Spectre oder so. Mhm. Oder ja, das Welle hatte Bomber. Ich in der Also ich hatte sozusagen gestern so eine Vorglühreihenfolge auf allen 3 Kanälen geschickt. Und so läuft er. Und am besten die GDIler am Schluss mit den Juggernauts. Wieso? Die Nordler kommen doch da auch ran. Wir haben fast keine GDIler. Wir haben nur 3 Stück. Also mit Bedacht einsetzen, ne? Weil die Nordler kommen ja auch ran hier und die brauchst du den Flächenschaden nicht. War das nicht eigentlich so, dass der Rechte nicht sterben sollte? Doch, der sollte auch sterben. Ach da, das kann man machen, aber wir schießen alles weg. Seid ihr noch alle da? Nee. Nein. Alle weg. Ja. Frittierter Scharfschütze. Du machst das jetzt alleine alles. Wenn nicht. Frittierter Scharfschütze, wo hast du die jetzt aufgegabelt? Das sah so aus, als würde die Strahlenkanone den Sniper frittieren. Nur einmal bitte knusprig durch. Nee, von außen knusprig. Von innen schön zart. Ja, ich hab Hunger. Die alte Tesla-Spule, ne?
Richtig. Ich muss aber ein paar Meo in. Ich muss die feuchte Stelle finden. Oh. Die haust du hinten aber auch. Ich hau drauf und spring auf die nächste Stelle drauf. Bitte, 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 Platsch. Also das Fastpick funktioniert auf jeden Fall. Ich komme nicht dazwischen, um irgendwelche Prozentzahlen abzulesen. Ich komme nicht mal dazwischen, um ihn anzugreifen. Stick die ganze Zeit drauf, passiert aber auch nichts, ey. Ja, dann musst du die Skripte mal alle ausmachen. Jetzt beim Vorschießen irgendwie in der Reihenfolge, nee, oder? Beim Vorschießen nicht, nee. Klick, klick, was das Zeug hält. Mit deiner zwei drauf, wenn du eine hast. Einfach ja. Klick. Oh, bei mir laufen irgendwelche bei mir laufen irgendwie 2 Minuten runter, aber ich sehe nichts. Ja, du musst reinklicken in die Festung. Ja, bin ich doch. Okay, du musst neu Schlitz, laden. Wenn du Schlitz am Computer findest, musst du einen Euro reinschmeißen. Das weißt du, wie eine Piepshow, ey. Sind die letzten 2 Minuten von deinem vorne den Laufen? Du weißt doch, ne? Benutzerfehler, oder wie war das? Wenn du schon das Kleingeld beiseite haben, ne? Da kannst du nicht erst losrennen und wechseln. Oh Mann. Ah, hier geht's auch. Geht's gut. Oh. Mut, alles tut. Jetzt erstmal Lungenpanzer geben hier. Ja, die Straße muss mal getält werden irgendwann mal, ne? Eben, der Tod soll ja nicht ausgehen. Da war es schon wieder. Wer hat den Soundbot bedient? Was? So was mache ich nicht. Stimmt wirklich. Nein, doch. Oh. Nein, doch. Oh. Pier. Nee. Hatten wir nicht neulich irgendeine Phrasenkasse? Genau, Messi, du hattest sie doch für Ospe aufgemacht, ne? Was denn? Na, du meintest doch neulich, dass Ospe ein bisschen was ins Phrasenschwein geben muss an dem einen Abend. Ja, eigentlich ja, hat er auch gemacht. Genau, so. Und jetzt kannst du die eigentlich für die anderen hier auch noch aufmachen. Hey, ich darf auch mal. Hey, ich darf auch. Echt. Na gut, viel Glück bei der Mitte. Jojo. Gönn uns. Bitte. Bis dann. Bitte. Tschüss. Piep, 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 piep. Also ich habe jetzt extra, weil Leo sagte, ich soll mich vorbereiten, habe ich meine Main auch verkauft und dieses Gemümpel mit 18er gemacht, ne? Damit ich nachher dann umbauen kann. So. Wieso musstest du dafür verkaufen? Was machst du? War falsch, ne? War falsch. Ja, man munkelt, man munkelt. Bleib jedem selbst überlassen, was richtig und was falsch ist. Halt nicht im Auge des Betrachters. Zahnstocher drin. Der Zahnstocher wäre dann wohl eher falsch. Und Turbo, es gibt einen Unterschied zwischen Racktrupp und Sniper. Hm? Ach so, der Sniper schießt ja schon drauf. Ich nehme alles zurück. Passt schon. Der war ja dafür ja schon da. Nee, dass er mein Fehler. Ja, du. Leo hat einen Skriptfehler im Kopf. Ja. Nee, das war ein One-Time-Error. Aber hast du gut getimed. Ja. Hast du gut gemacht. Ich mach schon mal das Stacheldraht weg. Ich glaube, so weniger haben wir am Ende zu tun, ne? Die größeren. Ja. Ey, hätte ich 3 Sekunden mehr. Hätte ich oben Stunden draufschießen können auf den Meditanten. Mann, wieso zeigt das denn immer nicht an, ey? Was ist denn los? Ja, weil wir zu schnell sind. Ey, ich komme ja gar nicht mehr ran da irgendwie. Ja, also ich hab auch nur. Ich muss einfach mal schnell mehr klicken. Blablabla, fertig. Was ist denn drin jetzt? Weiß ich gar nicht. Jetzt ist Vader drin, seine Vader 3. Steht bei mir nicht mehr, bei mir steht nur noch Angriff.
Ja, ich auch. Oh, ich hab immer. Ich geschafft. Ich musste gerade neu laden, Alter. Ich auch. Ist doch mal auf, so schnell zu klicken. Steffen will One-Shot machen. So, ich hab jetzt Autoklick an. Schieß lieber die API-Request per JavaScript-Konsole ab. Bist du schneller? Jetzt gibt's zwei. Also ich würde sagen, wenn jeder, wenn noch jemand ablenkt, packt ganz rechts noch ein Ding an, damit die Faust rüber rennt. Könnt ihr noch ein bisschen einen Stachel dran machen. Das wurde doch eben schon so gut vorgemacht. Ja. Das fand ich ja so gut bei Bernd, als er angegriffen hat. Der hat alles schon rübergezogen. Das habe ich auch von ihm geklaut. Ich habe es halt noch ein bisschen schöner gemacht. Turbo, mit welcher hattest du angegriffen? Ich hatte nur in meinem Main. Okay, also mit der Turbo 4. Nee. 2. Du bist schon in der zweiten umgezogen, alter Schwede. Nee, ich bin mit der dritten umgezogen. Ich habe gehört, es gibt andere, die auch mal zu einer zweiten Base umziehen. Ich weiß nicht, ich weiß gerade gar nicht, von wem du sprichst. Ich auch nicht. Turbo macht jetzt Umzüge. So, alle dritte, vierte Basis wird umgezogen. Ach, du wirfst immer die Flyer in meinen Briefkasten rein. Jetzt in Rückgang und Umzug. Naja, er macht jetzt was ganz Neues. Verstehe. Wie geht's da? Oh, ich krieg ja sogar noch nach. Alter, das gibt's doch gar nicht. Was ist das für ein Scheiß hier? Ich weiß gar nicht, wie schnell ich geklickt habe. Warte mal, das erinnert mich an so eine Situation mit einem Bleed bei der ersten Mitte. Der kam, der musste auch irgendwie, keine Ahnung, wie oft hat er versucht? Kleiner Hinweis, enttarnt, nimm einen Nordmod, weil das hat kein Schild. Ja, ich dachte auch so, das ist getarnt, Junge, ne? Geil, ne? Ja, Mann. Naja, aber ich sag immer, der Versuch zählt, ne? Das ist schon beinahe richtig toll. Ich guck kurz, wie Turbo das gemacht hat. Turbo ist so gemacht. War schon ganz dicht dran an gut. So. Und dann hat er Zeiten gemacht, okay. Geht er schon auch die richtig los. Was, bei wem geht's richtig los? Also heute richtig steuermageln, Alter. Richtig ein Rindbügeln. Wie nennt man Zellulite noch? Pokémon, der Virus ist nicht jetzt. Der kommt dann auf Ansage. Kann ich in meiner Karte? Jetzt? Nein! Nein, Spaß. Nein. Aber Messi, wie nennt man denn, wie nennt man Zellulite noch? Orangenhaut. Nee, Hagelschaden. Was man übrigens auch probieren kann, ne? Bei, sieht man bei so Kammer gerade, wenn der, wenn man sozusagen so einen Scorpion daneben schickt, ne? Dann könnte er vielleicht die Sam kaputt machen. Ja, habe ich auch gerade gedacht, aber nee, ich glaube gar nicht. Der Partikel. Ach, stimmt, diese 3,5er Range, ja, ich vergessen, hatten wir gestern schon. Wenn du den 2 nach links stehst, dann geht das, dann wird der Fettet immer noch abgelenkt. Dann fährt der andere rüber. Dann fährt der andere rüber. Stimmt. Leo, bist du bei mir im Account drin? Ja, wer ist denn mir? Primarkus, go, go, go! Ja, ach, die Elster. Nein, bin ich nicht. Gut, irgendjemand anders? Dann guck mal. Du kannst einfach reingehen, weil noch ist ja nichts Interessantes los. Hast du nach Ding gebaut, oder wie? Marco? Bitte was? Hast du noch Aufbau gebaut oder wie? Ja, umgebaut. Oh. Er wollte ausnahmsweise mal mit gutem Beispiel voran. Ja, ich versuch's. Ja, aber hätte den Sniper getauscht, glaube ich. Wäre besser gewesen. Das war für die Katz. Wohl, ne? Ja, du machst oben, du kommst oben auf den Militanten drauf. Ja, vorher wird er, glaube ich, vom Stacheldraht zernagelt. Nee, der steht genau davor. Nein. Ich dachte, das klappt so. Nee, er wird eher vom Sniper gefickt. Mist. Nee, der Sniper hat nicht so eine große Range. Doch, okay. Hat er 3,5. Ich wette, der Sniper geht kaputt. Mal gucken, wer recht hat. Der Sniper geht drauf. 3,5 Range. Und sagt genau jetzt. Bang, bang.
Schade, schade, schade. So, ja, ich hab den auch nicht. Kann sich auch endlich mal Prozente angucken. So, 23. Ich bin nur Kristall, ui. Also ein bisschen können wir auf jeden Fall noch. Da ist noch Luft nach unten. Irgendwie beim... Schießt gerade keiner drauf? Stört ihr das schon? Nicht. Nee, ich komme ja nicht dran hier. Hier kriegen wir irgendwie hin, dass er die, Rocket für, die Predator Fist oben nach rechts ziehen können, am ersten. Ich würde halt mit rechts ablenken halt gehen, ne? Sniper rechts, dann, wie du es gemacht hattest, darüber würde es gehen. Und wenn dann noch links irgendeiner vielleicht noch ein Dings hinstellt, ein Predator oder sowas zum Abschießen für den... Dann kriegen wir mit, würde mich oben ja auch die Dinger noch kriegen, die den. Alter, das gibt's doch gar nicht. Der ist vor bevor mein Timer ablief rein. So viel zum Thema Ping. Ja, aber könnte man mich auch den Militant schon mal vorgesehen. Den oberen. MWL, wovon redest du? Ich verstehe, wir verstehen dich kaum. Ach nee, weiß ich nicht. Sorry, war nicht Türk. Achso, okay. Ach, der WL war so leise. Was, ja, was hast du gesagt? WL kommt hat aber nicht zu uns geredet. Oder was? Was meinst du? WL hatte nur leise geredet und ich habe ihn nur gefragt, was er gesagt hat und dann meinte er, das war nicht zu uns. Ach so. Ah, schade, es ist der Sniper eingeklemmt. Die Rocket Fist wieder eingeklemmt oben. Ja. Jetzt kannst du eigentlich nur mit dem 1er Sniper ablenken, so gesehen. Weil alles andere wird zernagelt. Einsatz Sniper plus Notmod dahinter und dann. Pures Glück, schreibt der Pax. Na, stimmt ja. Weil jetzt wird. War jetzt machst du ein bisschen Schaden auf dem Barbwire, aber. Ein Sniper ist jetzt tot. Aber die Raketen gucken nicht. Naja. Der macht bis zum Ende noch der. Oh, jetzt könnte man nochmal mit einer Reihe Raketentruffs in nochmal drei Reihen eine Reihe Raketentruffs unten rein trennen. Und mal den Barbwire auflösen. Darfst du aber nicht in Störte sagen, der ist GDI. Ich hab schon aufgebaut. Ich hab schon aufgebaut. Schon von Anfang an. Störte klingt schon. Störte klingt schon. Er kommt nicht rein. So, Störte, jetzt klicken. Hab ich. Ich hab schon Blasen an den Fingern. Und Bookmob. Ich kann jetzt nicht sehen, das ging jetzt so schnell, dass es schon wieder aufkam. Ich hab schon wieder. Das ist schön, schön. So könnte das gut klappen, ja. Gucken, was links hinten noch kommt. Nee, jetzt wird oben fallen, der Militant kriegt uns Schaden. Läuft hinter dem Sniper noch irgendwas? Nee, ne? Nee. Da läuft. Ach, ein Spektor. Das klappt. Ein Spektator. Das klappt, weil der wird sich enttarnen, aber die Rocket First wird rechts bleiben, weil... Bleibt im Kreisbogen. Ja, wo das schon steht. Und jetzt könnte der Sniper auch drankommen an die... Nee, doch nicht. Nee, der Sniper, der stirbt am Stacheldraht. Mhm. Weiter kämpft er nicht. Nee, der stirbt an dem Sniper, nicht am Stacheldraht. Das hätte ja klappen können. Ja. Da müsste man erst... rechts, not mod. Aber das war jetzt ein richtig Astreiner. Das war ein sehr guter Angriff. Ja. Ich hab ja vorher simuliert. Wie hast du das angegriffen, die Members? Ja, aber ich hab den Stein drauf und uns freigemacht mit dem. Schöner Basenname, Haku Mini. Haku Mini. Das ist das Hauptquartier, aber in klein. Ja, kopiert mal die Aufstellung, die ist gut. Oh. Nee, hab ich nicht gesagt, dass der militante Schaden kriegt? Ja, aber von wem jetzt? Vom Spectre, ne? Ja, er hat vom Spectre einen auf den Nüsse bekommen. Ist noch rangefahren. Ja, die Rauchgranate gab's noch. Also mit der
Mit dem Kettenwerk über den Schuh gefahren, wa? Nee, das war die Erschütterung des Kettenwerks. Das ist noch nicht mal so, drin. Nino ist drin. Oh. Raus mit den Viecher. So, wie machen das jetzt so lange, bis wir 2 Sekunden lang keiner haben, der angreift, oder wie? Ja, ich glaube, bis Störte geschossen hat, machen wir warten. Das. Ja, dann können wir morgen noch stehen hier. Aber ey, hier einfach. Können wir gerne reinlaufen, dass wir fertig sind? Wenn die Ersten sich verabschieden in die Nacht, müssen wir die Viren entspeisen. Aber hieß das nicht, wir schießen die Mitte von Donnerstag bis Sonntag? Habe ich das falsch gelesen? Nein, du schießt die Mitte ja nicht. Ich muss Sonntag irgendwann los, bis dann sollten wir fertig sein. Ja, wir lassen den auch zum Grillen, das ist wichtig. Wir lassen die VE auf 1% und dann machen wir morgen weiter. Ja, das funktioniert nicht. Naja, da müsste dann aber immer zwischendurch einer die VE nochmal wegkloppen, ne? Ja, mach mal mit Level 75, ne? Ja, viel Spaß. Tomo, du hast deinen Auftrag erkannt, ne? Vor ihr wegklappen, bitte. Ah, Nino hat mal schnell die Aufstellung von Bookmob kopiert. Ja. War nicht schlecht. Geht gut voran, oder? Ich glaube, wir könnten so noch den wirklich den. Naja, wenn sich deine Einheiten jetzt noch ein bisschen anstrengen, könntest du vielleicht eventuell die VE erwischen. Und nur ein bisschen. Oder wir machen das ohne Mühe geben dafür. Oder wir machen das ohne Viren. Das funktioniert nicht. Nee? Frag mal HH5. Jetzt fängt Hauptmann noch in anderen Passen an zu bauen. Mach mal. Und kriegt er wieder. Oh, siehst du, da ist die Erschütterung wieder gewesen. Ja, also das war der kleinste Splitter, der noch von der Granate übrig war, die Danny. Alter, sag mal, wie macht ihr das? Herr Schöne, du musst, wenn du auf dem Timer steht, noch keine Ahnung, 10 Sekunden, dann musst du anfangen, wild drauf rumzudrücken. Einfach klicken. Sei einfach irre und drück durch, aber nicht so doll, dass die Maus. Also das war. Das Störte, du musst vielleicht deinen Telefonhörer mal ordentlich in den Akustikkoppler reindrücken. Dann ist die Verbindung besser. Ja, oder so. Vielleicht muss Störte sein Modem noch upgraden. Sollen wir nicht einmal angreifen lassen, damit er gleich ein bisschen. Nee, dann mach ich nachher mit. Nö, jetzt will ich nicht mehr. Oh, hör mal auf die Präsentation. Schieß jetzt Lager. Hauptsache, du kommst rein. Oh shit, der Bastard. Komm, wir müssen Störte alle mal ganz laut anfangen. Nein. Störte, du hast 1 Minute Zeit, da hast du wie wild drauf zu klicken. Fang an jetzt. Ja. Am besten 10 Minuten vorher. Hast du denn deine Skripte deaktiviert, wäre meine erste Frage. Hab ich nicht, war trotzdem drin. Mein Angriffsblatt blutet schon. Okay. Also bist du not, bist du rot. Ich habe schon eine Ersatzmaus da, falls ich die kaputt klappe. Schön. Störte? Ach, ich kann endlich. Störte? Ja. Ob deine Maus schon qualmt? Die auch, ja. Ja gut, dann stimmt da irgendwas nicht. Das erinnert mich immer an meine ehemalige Mathelehrerin. Die hat immer ihre Sätze angefangen, ob du jetzt bitte das und das machen würdest. Schöne Erinnerung. Und mein Angriffsbutton unten ist jetzt ein Smiley drin mittlerweile. Ja. Mal ganz zu klicken, Störte. Ja. Pass auf, mein Angriffsbutton ist rot, obwohl ich GDI bin. Victor im Angriffsbutton bei Störte sitzt der grinsende Smiley, aber wenn er gleich nicht rankommt, kommt der Mittelfinger. Messi ist dran! Ich glaub's ja nicht. Ich kicke jetzt Messi. Ich kicke Messi. Der Ersatzmaus hat geholfen. Ich wollte meine Teure nicht kaputt kloppen. Nein, ich wollte meine Teure. Also Störte, beim Deckeln bist du raus. Das sowieso. Ich glaube, da klappt das. Beim Deckeln bist du. Ja, Messi, hast du irgendwie versucht, den Sniper vertauscht, oder was? Was ist denn das? Ja, ich hatte noch Kopos drin. Deko. Super Popcorn, ey. Typ.
Das war echt gut, Nico, Alter. War der dümmste Hat einen Pick gemacht. War das schön. Das war ein schönes Feuerwerk, ne? Der kann es im Kino anfangen, ne? Popcorn-Kasse. Ja. Es macht's flöpp. Bei dem Schneiper. Macht's flöpp. Das dauert noch. Ich glaube, wir haben den Sniper rüberziehen können. Natürlich, du könntest eigentlich alles ablenken da oben. Das ist machbar. Ja, du könntest sozusagen die Fahrzeuge links rauslassen. Du könntest halt erst in zweiter Reihe gar keine Fahrzeuge schicken. Und erst wenn alles nach rechts gelenkt ist, kannst du dann Fahrzeuge schicken, aber auch nicht in den linken dreien Reihen. Also. Doch, linken Fahrzeuge schicken. Du musst aber dann auf der. In der Mitte einschicken. Ja, aber der wird ja zernagelt. Dann kommt der von rechts ja wieder rüber. Du darfst die linken dreien Reihen keine Fahrzeuge schicken, so gesehen dann. Wenn du Doch, aber erst in der letzten Reihe, weil du klemmst die obere Raketenfaust ja mit dem Infanteristen dann damit dich ein. Nein, funktioniert nicht. Du darfst den Infanteristen ja gar nicht bewegen. Sobald du den Infanteristen bewegst, ist der Sniper wieder da, den deckelt. Richtig. Oh, wer hat Blaufilm zum Reparieren? Ne. Frag den Transferbutton, frag den Transfermarkt. Also du darfst nur die Rocket Fist nur um einen weiter nach rechts schieben. Also andere geht nicht. Genau, das heißt im Prinzip für die linken drei Reihen wären die Fahrzeuge tabu, wenn man dort hinten den wegkriegen will. Aber es ist halt die Frage, ob das überhaupt wichtig ist. Hey, ja. Dann muss ich erstmal. Der 33 ist aber ein bisschen overpowered. Jawohl, jetzt könnte es aber funktionieren. Nee. Da. Nee, die fährt links jetzt so schnell. Ja, fährt links jetzt ein Fahrzeug, hat links das Gefühl. Guck mal, der hat ihn nur einmal angeguckt, der ist so umgefallen. Puh, tot. Ja, links kannst du echt noch mit einem Einer-Sniper und irgendwie ein, was dahinter packen, wenn du so laufen möchtest. Du meinst auf der rechten Seite oder was? Ja, rechte Seite einen Einer-Sniper und dann Notmod dahinter. Genau. Und dann, wenn er so läuft wie er jetzt hier, kommen die Sniper einen vor den Militanten oder einen, ja. Die Militanten in der letzten, dass wir die Rocket Fist in der letzten Reihe laufen. Dennis? Ja. Hast du Monsieur mich schon befördert? Was für ein Gerät? Im Pausenklang. Hey. Morgen früh ist Schnabeltasche bereit, ne? Zweifel befördert euch da einfach selbst. Stimmt, wir sind ja Befehlshaber, wir können das ja auch selber machen. Jo. Boah, immer. Fang schon mal zu klicken. Was meinst du, was ich hier mache? Der Wohler hat das gemacht. Ich dachte, der Wohler hat es jetzt selbst gemacht. Nee, das war Hulk. Was soll ich auch sagen? Jofi ist jetzt dran. Wie zum Geier konnte denn Jofi. Bei mir wurden noch 2 Sekunden angezeigt. Bei mir schon noch 2 Sekunden. Ich ehrlich, das ist jetzt eine Hausnummer. Wer hatte die Soka hat ja die UV, ne? Ja. Das heißt, der hat mit der UV einfach mal so schnell geklickt. Krass. Ja, also das sieht jetzt gut aus, wenn jetzt noch Militante kommen würden in der letzten Reihe. Was denn? Militante? Da doch. Okay, sehr gut. Ja, nice. So nice. Kopiert den Angriff, nehmen wir. Ja, sogar eine Reihe rechts davon Nein, das funktioniert. Das funktioniert, weil der Militante rüber rennt. Auf dem letzten Meter gekillt, ey. Du weißt doch, alle liefen noch einen Meter außer. Theoretisch Peter, gesehen könnte man sogar eine Reihe rechts davon noch einsenden, wa? Ja. Du könntest sogar noch 2 Reihen. Ja, stimmt, noch 2. So kopiert den. Der geht plus noch 2 plus noch 2 Rockets, oh Gott. Do you want to try to kill the anti-air if you destruct the fist to the left? It will not work because the particle cannon will destroy anything on this position when you try to get to shoot on the same.
If you try to in the fourth column, maybe it won't. Okay. With like a tank or something. Ja, hat er gerade den Taschenrechner gebraucht, um 3x3 zu rechnen? Nee, ich überlege eher was anderes. Du böse Ivan. Hallo Vivi. Unentschieden. Oh, cool. Ich hört sich wieder gesund an. Die einen sagen so. Ja, bei der Stimmlage, die sie hat, hört sie sich auf jeden Fall deutlich besser an wie noch vor ein paar Tagen. Das stimmt. Corona gut überstanden. Mhm. Alles gut. Mach mal. Okay, hier, vernünftig was. Könnte klappen. Hallo, Vivi. Guten Tag. Wenn wir das jetzt noch eine halbe Stunde ändern, kann ich auch nochmal angreifen. 40 Sekunden. Ich habe noch 26 Minuten auf dem Timer, bis ich wieder angreifen könnte. Da hat aber einer. Tomo, zieh doch mal die Aufstellung um. Tomo, zieh mal die Aufstellung um. Ich glaube, ich habe nicht mal was in der Range. Ja, nicht ernsthaft überlegen, Frank. Das Einzige, wo ich noch nah rankomme, wäre auf. Sollst nicht immer alles glauben, was man dir sagt. Nee. Von jedem schon gar nichts. Das ist nicht gut. Hörte wieder nicht drauf geklickt. Nee, ich spiele nicht mehr mit. schön. Er steht auf Klippo. Er hat keinen Bock mehr. Ich sitze jetzt hier auf der stillen Treppe. Hat den super Danny schon wieder Störte. Ja. Mein Lieblingsplatz. Aber wir sind bald alle durch, dann kannst du noch mal. Guck mal jetzt. Nee, ist Hulk. Du musst auch klicken 10 Sekunden vor Ende, ne? Nee, ich klicke nicht mehr. Jetzt muss ich loslegen. Nein, ich klicke jetzt nicht mehr. Lade dich schnell Autoklick runter. Ich na guck mal, wenn es 10 Sekunden dann lange muss er 15 machen, ne? Ich verkaufe den Scheiß jetzt und dann haue ich das in die Main rein. Jetzt muss Leo noch ein Skript für dich machen für Prez. Ja, theoretisch aber möglich, aber praktisch, ne. Zu viel Aufwand. Wieso ist doch kannst du jederzeit für alles Mögliche wiederverwenden? Ja, sieht doch ganz gut aus, finde ich. In der Zwischenzeit fahre ich ein paar Lager. Ja, du hast ein bisschen Strom rumliegen, das stimmt schon. Ja, nur fast 16 G. Ich glaube, da war rot, oder? Nö. Ne? Nicht ganz. Da passt doch ein paar Meter drin. Also viel weiter als so werden wir jetzt auch nicht mehr kommen. Das stimmt. Ja, also machen wir noch 2-3 Angriffe und dann. Jetzt schreibt mal einer im Ali-Chat, lass mal einen Störte ran. Ja. Dann lass bitte den Störte. Nein, ich will nicht mehr. Nein. Es kommt jetzt nicht mehr an, ob du willst, du musst jetzt. Die Maus kaputt, oder was? Ist die Maus kaputt? Ja, also die Chance ist ja jetzt größer, weil die meisten haben ja schon ihre Angriffe gemacht. Oh. Auch wenn keiner mehr da wäre, dann würde er das nicht schaffen. Oh, Kriegst auch ein Leckerli hinterher. Oh, Condor, der war was gut. Was für eine schöne Aussage. Peter? Süße. Du bist so scheiße. Ja, ich sehe. Der Oliver ist wieder dran. Bordellchef nix? Was ist das denn? Wieso schreibt er das nicht Bordellchef zusammen? Ja, weil er das was habe ich damit zu tun? Das Wort Bordell dann ausixt. Das macht man doch am ersten Tag, dass man dieses Offensive Language rausklickt. Sonst kannst du doch die Hälfte der
Chris' Kommentare gar nicht lesen. Ja, so schlimm ist das bei dem jetzt auch nicht. Das stimmt. Im Chat ist er immer nett und höflich. Halt, also. Das ist ja rausgeext. Nein, man denkt sich dann einfach nur noch die Sache mit, ach, wie schön, schön bist du denn. Und nicht wie. Ja. Oh, ich gehe jetzt erstmal in die Sache. Login. Sehr gut. Ah, Sepp, das funktioniert nicht. Sepp hast du auf dem Schirm, weil der hatte ja was für in. Ja. Okay. Diego ist auf Hotel WLAN und kriegst trotzdem noch hin vor Störte. Will jetzt hier unbedingt jemand lustig sein oder was? Ja. Wir haben nur zeigen, wie dumm, wie blöd dein Internet ist. Das stimmt. Diego, hast du den Sniper vertauscht? Ja. Nee, ich wollte das Ding rüberziehen, dass ich auf die Sam komme. Und hat's funktioniert? In der vierten Reihe, nö. Okay. Aber ich danke dir fürs Probieren. Ja, die Predator hat noch eins weiter links gemusst, aber das habe ich so nicht hinbekommen. Nee. Na, hat's ja funktioniert? Nö. Gute Antwort. Aber ey, wir sind auch hier zum Versuchen da, ja? Richtig. Ihr seid unsere Experimente. Oh. So, nochmal 25 Minuten durchhalten, dann geht's los. Ja, 21 Minuten, dann darf ich auch wieder. Nee. Nee, ist schon ziemlich. Ah, ich glaube, ihr werdet alle das wird das Experten. Ist schon ziemlich buggy, wenn man in einer anderen Allianz zuguckt. Ich sehe da noch einen GDI drauf schießen. Ich nicht. Ja. Komm, Stadt, jetzt! Los! Lauter Forge. Oh, das ist so knapp. Ich doch gar nicht. Was machst du denn da, Störte? Dabei waren noch 2 Sekunden Zeit. Ne, bei mir wurde schon blaue Schrift angezeigt. Ja, deswegen sage ich, es waren noch 2 Sekunden Zeit. Störte hat nicht die Käfling gespielt früher. Wenn der Finger aus der Nase ist, dann geht's schneller. Was da eigentlich für ein Wort hinkam, wissen wir, Kammer. Danke fürs Zensieren. Wer weiß, welche Maus Störte da penetriert die ganze Zeit. Ich hab jetzt einen Joystick. Schatz, das ist der falsche Knopf. Hat er mal auf Simu gedrückt? Versucht ihr jetzt hier lustig zu sein, oder was? Nein, wir sind es. Du musst eine Computermaus drücken, ne? Stört, wenn du den Sim drückst, dann kann auch nichts passieren. Du musst Angriff klicken. Und wer hat dich eigentlich zum OBH gemacht? Das ist ja echt so eine traurige Allianz geworden hier. Oh, die Qualität geht nur noch runter jetzt. Alter Schwede. Auf der nächsten Welt fragt jeder, wer hat denn den Chris zum OBH gemacht? Aber Störte, ich habe vor dir angegriffen. Ja. Ich klicke ja auch gar nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch keine Kunst, da kannst du sogar 30 Sekunden warten. Ja. Ja, Klammerklaus, hast du wohl dein Gebiss vergessen, oder? Zweimal. Ja, glaube ich, ja. Du musst sogar wieder nach Hause laufen, deswegen. Was war denn noch vor dir drin? Boah. Das doch nichts. Der war böse. Hab nur mal leider nicht so ein gutes Internet hier. Wer kann den schafft noch, oder? Ja. Dann geht's zum Nachbarn und klau dir Neues. Ja, das Internet wird sowieso nicht durchsetzen. Scheiße. So, komm, jetzt los, du hast Chancen, los. Go. Ich störte, los. Ich störte, klick. Jawohl, so. Ich hör auf, ich geh ins Bett. Ich geh jetzt vögeln. So, Hulk, wie lange wollen wir es treiben? Wir sind jetzt schon 40 Minuten. Also, dran, das Treiben im Sinne von die an. Wischen, was ich meine. Egal, es ist auf Band. Alles gut. Alles gut. Pass auf, jetzt der nächste. Und wenn der nächste der Timer runter ist, auf 10 Sekunden, dann gehen die Codes rein. Gut. Also, schätzungsweise also 3 Minuten. Ja. Solange wie Leo kann, also 3 Minuten. Genau, so lange treiben wir es hier noch. Hm? Wie war das noch? Er ist kurz, aber schmal, aber dafür kam er so schnell. Wiederholt ihr noch Eis, ab ins Bett.
Er ist nicht groß und er ist nicht dick, aber er stinkt wie ein großer. So, in den letzten 10 Sekunden hatten wir 3 Abgänge aus dem Stream. Interessant. Wenn man den linken Jogger nicht schicken würde, würde man sogar mit dem Sniper hinten den vergessen kriegen. Ja. Aber der ist jetzt, glaube ich, nicht mehr wichtig. Aber nur ein little bit. Das versuche ich schon die ganze Zeit. Das versuche ich irgendwie die ganze Zeit, um dran zu kommen. Naja, ich denke mal, sobald der Akzept reingerannt ist, das erste Mal ist er vorbei gleich. Der haut den direkt weg. Mit oder ohne Kurz? Mit Kurz. Ohne wird das einem a little bit schwer. I don't knopf. Wir können doch jetzt links mit dem Kommando schon mal durchlaufen. So, vielen Dank für die Pause. Ich bedanke mich recht herzlich. Ja. Hast du auch deinen Part geleistet. Nicht dafür. So. So, jetzt noch einer und dann... Ja, das ist jetzt der hier, ne? Ja, so. Das ist der letzte. Jetzt. Dann müssen, das dann letzte. Gut. Dann müssen wir die Codes ranhauen. Das werden wir ja auch heute hier nie fertig. Ich esse zwei. Die wissen, dass sie zuerst angreifen? Ah, warte. Ja, das muss ja einer machen jetzt im Chat. Ja, ja, ich habe das schon alles vorbereitet. Ich habe die Reihenfolge. Dann sollte man jetzt auch vielleicht schreiben, dass man stoppt. Oder? Okay, ich habe die fast eingeholt mit auf. Oh. Die machen wir hier raus, klicken da drauf und Leo gleich. Vivi? Nix. Nee. Ja. Ja, der passt allerdings nicht. So, und zack ist Leos YouTube-Video auf Rot. Und geprüft. Und wird geprüft und wird runtergenommen. Wer hat denn früher den Griff gestartet? Alle. Ja. Alle steht im, es steht im Chat drin, dass ich es machen soll. Achso, mach ich mal auch, wa? So, das Mini-Level ist erreicht, das heißt, das kann auch direkt der Accept dann rein. Ja, machst du es jetzt über dein Skript oder? Accept your turn. Gut gekommen. Ja. Oh. Alter, den 49er Cobra, spinnt der, oder was? Junge, Alter, wo willst du dich schon hin mit dem ersten? Alter. Die Einheiten habe ich auch, noch nicht so. Da, wo will der hin? Will der schon gleich vor ihm, Mann, oder was? Da sind wir noch ein paar Meter. Ja, also geplant war es auf jeden Fall, dass im ersten die VE fällt, ne? Sieht man an den beiden Millis. Ja. Ich meine, er kommt hinter bis zur Reaper, ne? Aber waren die Codes bei dem schon wirksam? Das sieht ja komisch aus, oder? Ne, sie ist ja am Level, oder? Wir haben noch nicht alle Codes drin, ne? Kann man das irgendwie sehen, welcher Code noch fehlt? Das kann man theoretisch gesehen links sehen, wenn du alles durchscrollst. Ah, da kam noch einer. Die Elster, warte mal, die Elster, habe ich die Elster gemacht? Elster ist selbst da. Ist schon drin. Okay. Schlucabo ist auch drin, weil den hatte ich auch gemacht. Ja, drin. Ja. Michelangelo habe ich gemacht, Sepp habe ich gemacht, Troll habe ich gemacht, Liverpool habe ich gemacht. Ospe?
Ostkrank, Jäger. Achso, der hat ja auch keinen Kranker. Stimmt. Wer ist denn jetzt schon? Rot-Roh ist selber reingekommen. Sind alle on? Gucken wir mal, ob alle on sind. Das Leader fehlt noch. Der ist nicht on. Aha. Messi? Jo. Lädst du gleich Jever und Hauptmann ein oder soll ich das machen? Mach du mal. Alles klar. Ich weiß gar nicht, ob wir auf Hauptmann irgendwie zugreifen können. Jever, hast du irgendwie den Kontakt zu Hauptmann? Aber die UV ist da, denke ich. Die UV ist angeblich. So, Poker, hau weg die VE da! Ja, ja, Hauptmann habe ich UV. Der Quotenvenom. Ja, hör mal, hallo. Ein Venom muss doch mindestens bei der Mitte auftauchen. Ja, ich habe doch einen. Ich habe auch einen. Ach, da kommt ja noch mehr. Ui. Sehr schön. Ah, das Schild geht nicht runter, schade. So, aber. Wer ist dran? Wieso haben wir hart? So. Dann mache ich nochmal die nächsten drei rein. Gut, Schuss. Danke. Wenn sich beide enttarnen. Ja, ne? Ja. Nein? Oh, nice. Ja, ich hatte dem Poke nur informiert, dass er dran ist, weil er hatte nachgefragt. Ja. Ich will mir was zu essen. Bring mir was mit. Jungs, ich muss leider weg. Euch viel Erfolg. Sieht gut aus. Schafft es schon. Hat's jo. Gut ja. Wir hören uns. Ja. Also, ja. Ciao. Ciao, Taki. Ciao. So, links im Ticker könnt ihr schreiben, so viel wie ihr wollt. Nee, das schreibe ich jetzt nicht. Oh, Adisa next, ne? Ist Adisa drin? Mhm. Ist Adisa hier? Mhm. Ja. Ah, okay, Adisa next. Kommt da was? So, Zocker ist next. Who plays him? Nee, es ist Adisa ist next. Hm? Adisa war doch noch gar nicht. Adisa. Adisa, ich sage Adisa. Er ist gemutet. Ich hab schon geschossen, also der nächste ist, ne? Zocker. Na, die sind im Teamspeak. Soll ich Adisa sagen, dass er das nächste Mal? Wieso ist der im Teamspeak? Die sind im Teamspeak mit den ganzen Polen sind im Teamspeak. Ist doch scheiße. Ja, soll ich das sagen? Er hat bestätigt. So, er hat einen Hänger gehabt. So muss er den V2 ausschalten. Wir nicht. Da Störte-Syndrom gehabt. Ich bin auch da, denk dran. Ja, deswegen habe ich es ganz laut gesagt. Ja, genau. Ja, damit du nicht so beleidigt bist. Diese anderen geht es genauso. Victor. Victor, manchmal kannst du auch ein kleines bisschen gemein sein, ne? Aber nur manchmal. Adele, bitte. Wie war das noch? So, jetzt kommt Condor, richtig? Richtig. Ja, dieser soll doch jetzt noch angreifen. Ah, nee, scheiße, Adisa, richtig. Ja, ist mir schon selber. Wer kommt jetzt? Adisa ist dran. I told him to shoot. Mahlzeit. Wann wird die VE geschossen? Morgen. Wir haben erstmal einen Termin heute festgemacht. Wir haben uns überlegt, erstmal morgen anzutesten und übermorgen nochmal zu kitzeln und Sonntag zu schießen. Ja, wir wollten eigentlich mal gerne den Discord voll haben, deswegen.
Jetzt die Frage ist, weil ich sehe, ich mache einen Nothaltebruch. Wir denken schon an dich. Ich habe dich schon auf dem Schirm. Und ja, jetzt könnt ihr das noch nicht machen, oder? Nein. Ey, hol ich, da bin ich ja sogar auch unter der Top 25. Ja. Verdammt. Hat sich die Top 25 gerade mal kurz geändert, wa? Hauptmann ist da. Hey, Hauptmann. Hi. Boah. Das gefällt mir. Weil ich muss gleich wieder auf der Autobahn. Ja, wir haben ja deine UV, ne? Ja, aber kannst du halt auf UV annehmen? Ja, das geht schon. Wenn er nicht Befehlshaber drüben bei Ares ist, dann ist alles okay. Er muss drüben runtergestuft sein. Genau. Wow. Er kann ja jetzt schon die Allianz verlassen, oder nicht? Nein, sonst wird noch am Ende übernommen. Geht der Mammut noch fliegen? Ah, knapp. Ach, das wäre so schön. Aber gleich. So, Kondor als nächstes, bitte. Ach du Scheiße. Ich muss los, tschüss. Ach Quatsch, Peterchen, das machst du schon. Ja, genau. Die roten Mauern nach vorne kriegst du aber weg, ne? Go, Peter. Go, Peter. Geht nicht. Darauf wetten würde ich. Darauf wetten würde ich bei Peter jetzt nicht. Maul, du Schwuchtel. Jetzt rennt er wieder rein mit seinen Bobbycars. Ihr seid so gemein. Du hast angefangen. Nee. Du hast mich vorhin schon gemobbt. Das will ich niemals tun. Nee, Vivi. Bitte was? Ich habe noch zwei Lollis bei. Peter braucht einen Schnuller. Muss aber vorher erst die Zähne rausnehmen. Ich hab noch verschiedene Schnullis da. Die sind doch schon im Leihhaus. Alter. Ich kann leider nicht zugucken. So, Kondor, flieg. Doch, guck, kannst auch beim Livestream zugucken, mein Leo. Geht nicht. Hast du die Allianz verlassen, oder was? Ja, dann Kondor, willkommen. Ja, ich hab gewusst, du kommst, da bin ich gegangen. Das ist aber nicht Kondor. Es ist jetzt Morbus, der reingeht. Alter, was soll der Schwachsinn? Ja, Peter, dann hast du ja wenigstens die VE jetzt. Ich mach die jetzt weg und jetzt gut. Ja, genau. Dieser Kinderkram hier. Ja. Ich glaube, der denkt immer noch, wir sind beim Vorglühen. Ich glaube es auch. Das Vorglühen würde ich sagen, war, wenn der an die Mains kommt. Leo ist wieder freundlich. Ja. Ist ja nicht so, als wenn es nicht kommuniziert worden wäre. Ja, vielleicht hat er. Das ist eine Reihenfolge. Ja, vielleicht hat er es nicht gelesen. Ist ja noch schlimmer, wenn man den Allianz-Chat nicht liest. So, jetzt für alle nochmal: keiner schreibt in den Ali-Chat. Ich entschuldige mich erneut. Wie bitte? Das war klar. Stimmt, das war falsch formuliert. Ich bitte erneut um Entschuldigung. So rum. Muss den Ali-Chat schreiben. Muss den Ali-Chat um Entschuldigung bitten. Die Gemeinschaft spielt mit UV. Ja. So, was ist Pedi? Hast du schon Pipi in der Hose oder was? Das läuft so durch, Alter. Ach, deswegen der Eimer unter dem Tisch oder was? Ja. Bina vom Main. Lass laufen. Ja, jetzt geht's los, Leute. Oh, wow. Ist schon mal gut, die Sam, die zweite ist weg da drüben, das ist schon mal richtig gut. Kleiner Hinweis von meiner Seite: Wenn ihr auf der rechten Seite die Partikelkanone kaputt macht, kommt ihr viel besser an die Kolossus heran.
Kommt doch noch was? Ja, ja, kommt noch was. Du brauchst jetzt keine Forschungspunkte für meine Mauern. Also, ja, mal stellen. Also, ich bin jetzt dafür, dass man die bitte auch noch mit Malus schießen muss. Boah. Alter, das kannst du aber gleich vergessen, ey. Da dauern die Welten ja ewig. Wolltest du nicht Long erst dann schicken, wenn es um die Kolossusse geht? Ja, kann er doch jetzt machen. Also. Als nächstes oder Long? Long kommt jetzt nach Condor. Ja, okay. Meine ganze Hoffnung liegt bei Elster. Wo geht es? Oh mein Gott. Hallo, Vivi. Ach, geh dir Elster, ich hab dich immer noch lieb. Mhm. Ich merk das. Hi Lord. Ein Hauptmann sitzt auf irgendeinem runtergekommenen Autoparkplatz, Autobahnparkplatz und wartet, dass er eingeladen wird. Die deutsche Bundeswehr. Nur Schrott. Da kommt die deutsche Bundeswehr. Nur Schrott. Wer läuft da gerade rein? Pizurius oder was? Nee, Long John. Mit einem eigentlich relativ sehr schönen Angriff. Der erste Kolossus ist weg. Also ist das gar nicht mal so verkehrt. Hat für ihn zwar mehr Schaden gemacht, als ich jetzt erwartet hätte. Ja. Also der Angriff war wirklich gut. Oh, es fällt auch noch die... Alter Schwede. Da geht der richtig... Oh, guck mal, der rennt ja schon fast durch. Ich glaube, er gleich, ja. Das hatte ich eigentlich von Not erwartet, aber nicht von GDI. Echt nochmals. Nicht schlecht. Das war wirklich ein verdammt guter Angriff. Digga, guck mal. Oh, Diego rennt jetzt rein, Mitte voll repariert. Ich hab Sanitäter reingeschickt. Also, alle erwarten jetzt von dir jetzt ein Feuer. Oh, Alter, eine 49er Kurve. Alter, der hat doch Lack gesagt. Ja, die war über. Sie fliegt halt aber auch nur in den Tod rein, ne? Sie fliegt halt nicht an der sinnvollen Stelle. Die war im Angebot, ne? Ja, die war aber billiger, die Idee zu kriegen. Bei 2-3 TV. Ja, das wäre vielleicht echt schöner gewesen, wenn wir jetzt ein bisschen nach rechts gegangen wären schon. Naja, wie ich vorhin meinte, die Partikelkanone, wenn man die mal wegmacht, dann würde man deutlich besser in die Mitte rankommen. Und du ziehst die Sachen nach links. Weil hier diese ganze Infanterie-Zeugs, das bringt halt auch noch nichts, weil hier noch zu viel steht. Du musst halt rechts die Partikelkanone rausnehmen, damit du mal die Kolossusse wegbekommst, damit du mit den Fliegern überhaupt mal links vorbeikommst. Sonst kommst du da nie vorbei. Du musst in die Mitte rein. Erstmal in die Mitte komplett. Also erstmal kurz nach rechts für Partikel und danach in die Mitte, ja.
Victor, du gehst jetzt nochmal ganz normal rein. Ich schreibe jetzt rein, dass wir ab jetzt rechts reingehen können. Ja, ich schicke mal Inspektor links, rechts, mal, ob der was macht. Du wirst spiegeln müssen. Bis auf die Mauer wird er wohl kommen, ne? Bis zur Mauer kommt er, ja. Das ist schon mal was. Scheiß Kolossos da, ne? Das fängt bei der Partikelkanone an. Ja, die Partikelkanone holt von rechts die ganzen Kobras runter, die sonst die Kolossos zerstören würden. Hm. Aha, Max Paddy hat doch eine Figur reingekriegt. Ja, ich glaube, so langsam haben wir sie wirklich. Ich bin der Meinung, wir haben so gegen 19.40 Uhr, 45 Uhr angefangen. Das könnte passen, mit zwei Stunden. Ja, haben aber 15 Minuten am Schießen. Vielleicht haben wir 5, 6 gut geschossen bis jetzt. Wir können gucken, wann Axel zuerst angegriffen hat. Ich glaube, das war jetzt der 6. oder 7. Nee, das ist noch mehr. Das ist der 9. 9. Mehr gewesen. Axel hat um 19.44 Uhr angegriffen. 1, 2, 3. Dann ist das jetzt wahrscheinlich der 10. so plus minus. 8. Ja, 9. war das, genau. Also ganz einfach, du schreibst immer 3 rein. Weil einer ist nur aus der Reihe getanzt, also ja. 9. Was hat denn da hinten einer für komische Geräusche? Ich bin's nicht. Kondor hat einen Brumm. Brumm, ey? Das weiß ich nicht. Warte, ich hab Hunger. Das ist dein Magen, ne? Ja. Schade, dass man sich die Sim nicht angucken kann vorher. Wieso geht das bei dir nicht? Nee, ich hab nicht so ein tolles Skript drauf. Ja, Links- und Rechtsschwäche gibt's wohl auch im Chat. So schick. Alle die großen Codas legen sie in den Tod. Ich verstehe es auch nicht. Elster, spiegelst du die oft nach rechts? Ja. Lass mal in der ersten Reihe die Salas fliegen und in der zweiten die Cobras. Habe ich auch. Danke. Ja. Irgendwann müssen wir die Ecke mal platt machen, ne? Wir treten hier seit 5 Angriffen auf der Stelle. Ich gehe jetzt gleich, wenn ich dann dran bin, gehe ich gleich mal mit 4 Salas auf die Türme da. Einmal die erste Reihe komplett über volle Breite. Oh, und die DDI mit dicke, fette Mammut links durch. Nicht links, Mitte. Ja, ist auch die. Aber das kannst du auch erst in 3-4 Angriffen machen, wenn die Partikel weg ist und die Rocket fest. Ich glaube, jetzt bin ich dran gleich, ne? Ja. 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 Hm? So, Nude will uns nicht zu gucken. Er sagt, wir schaffen das auch ohne seine Unterstützung. Ach, schade. Wer will nicht zu gucken? Ich würde mich freuen, wenn man mal wieder was von ihm hören würde. Doodle-Aug. Ach so. Schoki. Ja, könnte danach auf sein Discord rübergehen. Ja, aber kann danach. Ich doch nicht. Kann ich nicht. Ich hab doch keine Einladung von ihm. Achso. Ja, das könnte was werden. Ist zu niedrig. Warte ab. Ah, 2-3. 2-3 regelt. Auf jeden Fall.
Erstmal so maximale Verwirrung. Jetzt war alles kombiniert auf einer Stelle, ne? Gut, aber trotzdem. Gut. Ja, jetzt zirfelt. Mach mal deinen Fernseher im Hintergrund aus. Als wenn Peter einen Fernseher im Hintergrund hat. Irgendeiner hat da Geräusche im Hintergrund. Das ist der Puls, der Blutdruckmonitor. Beim Peter. Peter hat das Mikro jetzt aus. Das heißt, ab jetzt ist es nicht mehr Peter. Hier gibt's auch nur Irre. Verrückte an der Macht. Ja, frag die OBHs, ne? Okay, schon frag den OBH. Ja, Sigi. Also, das Quiz OBH ist die perfekte Anzeichen, dass es das Hochschlafen wieder funktioniert. Naja, hochschlafen. Wenn hat man so weh, ist das ja auch nicht. Dreckiger Hund. Ich meinte ja nicht im Hochschlafen im Sinne vom Schlafen, sondern einfach vom einfach Schlafen. Ja, ja. Ihr seid so dreckige Hunde, seid ihr. Ja, Toro, die Kurve kriegst du nicht mehr. Kannst vergessen. Ich weiß. Hast gemerkt. So. Ist das wieder überhaupt da oder machst du es per UV? Moment, der ist nicht da, ne? Mittlerweile ist der. Weil du hast ja vorhin seine UV, glaube ich, mit dem. Ja, genau. Ich hab die UV, genau. Da. Hat er überhaupt brauchbare Einheiten? Ja, kriegen wir hin. Geh bitte mal, der nächste rein wäre. Ich hab das jetzt verpennt. Ich glaube noch. Es wieder ist dran. Ich kann auch reingehen. Lord of Forge steht jetzt nächste da drin. Oder Mr. Reisdorf, Zerwummern. Muss ich aussuchen. Also, Zerwummern. Alles klärchen. Dann mal recht. Der OBH. Gummi für Helgoland. Also kann ich ja mal testen, was man Sunny-Kasten so kann. Ich bin gespannt. Ich auch. Schick alles in den ersten beiden rein. Ausbluten! Mach keine Chirurgie. Keine Sorge. Wird. Was, soll Chris auch reinlaufen oder was? Na klar. Alter, dann rappt die sich wieder. Du hast einen Hörer auf, hast du? So, du kannst jetzt übrigens. Danke, Mäsi. Ach du liebe Kacke. Ja, das sieht gut aus. Passt. Oh. Ist da rechts immer weg. Die beiden Kolossos werden eigentlich noch ein. Es muss, ich meine, jetzt ist halt Partikelkanone langsam rot, die Predator-Fusten ist raus und wenn die weg ist, dann kann er GD Eiler rein. Dann kann er Lord zum Beispiel rein und dann die Kolossos auch wegmachen. Dauert halt noch wahrscheinlich zwei Angriffe.
gar nicht so schlecht. Warst du schon drin? So, 72%. Warst du schon drin? Ich hab's nicht gemerkt. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch zweimal Not, bevor Lord rein kann. Oh, das war so gemein. Das kriegst du auch mal rein. Es würde sich anbieten, dann S-Lieder und dann halt Ospe alias Diego. Ja. Stört, ich hab die auch ganz doll lieb. Ja, weiß ich. Hast du außer Lord noch einen anderen GD-Eiler oder? Ja, mich selber. Achso, ja gut, dann würde sich anbieten, dann du dann nach Lord direkt reingehst. Ja. Sozusagen der Startpunkt für GDI ist dann, wenn die Rocket Fist rot ist. Und so lange muss halt Nord rechts reingehen, damit halt genau das passieren wird. Ja, ich hätte auch vielleicht die großen Kobras mittiger fliegen lassen müssen, dann wären die vielleicht noch auf die Kolossus gekommen. Hm, ja, möglich, okay. Aber hab ich, so hat es gepasst. Der Angriff hätte auch beschissener sein können. Was hast du gesagt? Die Kobras hätten ein Timing-Problem gehabt, hat man eben bei Estida ganz gut gesehen. Also passt schon, wie du es gemacht hast. Wieso habe ich das Gefühl, dass die rechte Seite leichter ist, durchzukommen wie die linke? Weil links ein Schildmammut steht und davor noch ein Rocket Fist, der immer das Timing kaputt macht. Dann geht Diego jetzt mit Ospe rein? Ja. Diego. Jetzt kommt Ospe an seinen Kasten. So, wir haben 54. Kommst du dann mit 37% wieder. Also, dann kommt jetzt Schnester. Lass mal danach noch einen Nordler reinhauen. Doch noch nicht den Lord. Dann Stocker. Den wen? Ach, Soka. Andi. Ja. Ich Soka. Genau. Endlich kommt der Andi auch mal zum Schuss. Soka, willst du kurz deine Aufstellung einmal kurz streamen? Danke. Pack mal die Salas komplett die erste Reihe und die Cobras komplett die zweite. Alles von rechts nach links. Von rechts nach links, nicht von links nach rechts. Also, genau. Da kopiert jemand meinen Angriff. Nur etwas anders. Genau, so. Und vom Levelmäßigen her, packt die... Warte mal kurz, das passt. Ja, guck dir an, der Kolossus hat schon der erste einen weggekriegt, jawohl. Ja, vom Level her könnte das ungefähr so passen. Guck mal bei den Kobras, ob du eine 40er noch gegen rechts die 42er tauscht. Achso, und hier vorne bei deinen Salas, die schwachen nach außen rechts. Also den 34er nach ganz rechts gegen den 42er tauschen. Das ist ein schöner Angriff. Ja. Verkehrt war auf jeden Fall nicht. Genau. Dankeschön. Thank you.
Ja, das hat schon ganz gut geklappt. Der Accept kann gegen 20.30 Uhr das nächste Mal. Okay. Genau, jetzt kann Lord rein, ja. Jawohl, Lord. Genau, dann Lord, Hulk. Falls du Lust hast, könnte ich danach mit Stokabo reingehen, dann wären die wären halt die Kolossus ja auch wieder tiefrot und dann kann Lord weitermachen. Ja, lass mal die Reihenfolge dann wieder einhalten. Okay. Die Leute, die sich auch mit dem Leveln so ein bisschen mehr bemüht haben. Okay. Habt ihr mich vergessen, Hulk? Wer ist denn ich? Ja, next. Du bist auch dabei, du bist gleich nach NH kompakt, dann kommst du. Alles klar. Also Neo, also Hulk, Neo, NH, Pax, Max, Freaky, Vader, Messi. Hilfe, ich hab meinen Namen gehört. Lauft schnell weg. Und bis dahin habe ich eigentlich gedacht, ist die VE schon down. Aber Messi macht das. Du musst ja auch so sehen, ne? Wir haben ja vorne rum alles dann abgegrast. Wenn die VE down ist, der Rest ja gar nichts mehr. So eine Art. Nur ein bisschen. Ah, der kam rechts los. Der Jugger war nicht gut. Der hat ja nämlich beide Kolossus weggehabt. Ach ja. Gute. Hi. Aua. Sorry. Gott, spiele ich alle das selbe Spiel? Kann man nicht sagen. Die sind ja nicht verrückt. Ja, warum? Nordi, du hast Hintergrundgeräusche. Machst du dich bitte aus? Was hab ich? Du hast Hintergrundgeräusche. Jo, er redet einfach. Achso. Dann lag das an mir. Entschuldigung. Na, die Mammuts sind schön. Wieso der Juggernaut? Achso, okay, fährt wieder rüber. Das sieht gut aus, sehr schön. Ja, sehr schön. Ziel erfüllt. Hast du fein gemacht, mein Junge? Ja. Wie ich den Hausaufgabenheft, die ich seit ein paar Monaten beantragt habe und nicht bekommen habe. Oh, ja. Gibt gerade Liga-Verschwierigkeiten. Fleißbienchen. Das gibt ein Bienchen, immer gut. Achso. Du kannst in den Chat reinschreiben, dass sie weiterhin die Kolossus killen sollen und nicht jetzt nur sich links vorbeischleichen.
Ich bin hier davon spielen. Also links vorbeischleichen. Oh. Wir sind 6 Minuten free for all oder was? Nein. Also zur Not hätte ich ja auch noch 2,44er Mammut. Was sagst du jetzt? Also die Furt eingesetzt? Nö, ich habe eben die zweite auch verkauft und habe jetzt ein paar Mammuts gemacht. Die habe ich jetzt gerade erst gesehen. Voll der Turbo-Move, kurz mal umgezogen. Oh ja. Jetzt kommt man damit schon ran, ist interessant. Umgezogen und der verkauft, ist doch klar. Ein H ist ja hier, ne, Norman? Ja, ich bin da. Alles klar. Und bevor Hulk schreibt, ich bitte um Entschuldigung, dass ich in den Chat geschrieben habe. Ich wollte gerade sagen, gleich kriegst du was im Nackenschlag. Ja, deswegen wollte ich schon direkt vorher gesagt haben. Freundchen, du. Sind wir nicht gleich auf inaktiv. Der Account kann nichts dafür. Ich weiß. Fällt schon an, öfter auf Leo, ne? Ja, das... Ja, was man alles. Leons Arbeitszeugnis für diese Welt war man hat sich meistens sich nicht hat meistens hat meistens gegen die Richtlinien verstoßen. Ja. Ist das so? Nicht an Anweisungen gehalten. Nicht an Anweisungen gehalten. Du sollst in den Chat schreiben. Ja, aber stets bemüht. Ja, schwieriger Umgang mit Befehlen. Ja gut, das kann man, glaube ich, vielen attestieren. Ich hätte ja zwei Kinder im Angebot. Schön. Chris, und wer noch? Du musst gleich noch Essen kochen, ey, voll keinen Bock. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Avatar habe ich so gesehen noch gar nicht gesehen hier. Der Scorpion macht's tatsächlich. In dem Sinne, schöner Angriff soll erfüllt. Ja, aber eigentlich sollte das Mammut fallen noch vorher. Ja, vielleicht macht's ja der Wächter oder das Kommando. Oder die Infis. Das macht der Wächter. Mal wieder auf der Reise oder nicht? Taugt man wieder auf der Reise oder ist wir stehen immer noch auf der Autobahn Parkplatz? Tja. Schatz, wir müssen durch. Ich muss warten. Auf jeden Fall hatte er keinen Unfall, da er kein Disconnect hatte. Ja. Schon mal gut.
Interessant, wie die Farm-Offs immer wieder angreifen. Und nieder damit. Die beiden Bomber waren extra für Hau. Viele Grüße an ihn, er mag keine Bomber. Welcher Hau? Hau H5. Der mag immer keine Bomber. Der mag immer keine Bomber während der Festung. Brauchst du über der 10. Mir reicht schon der Name. Ach, Hau ist auch im, TL. Ich hab dir mal Hau angestupst, dass Messi Sehnsucht hat und ob er nicht ins Discord kommen will. Nee, bitte. Nee, den geh ich raus. Also, die Quark. Der ist hier gar nicht registriert, soweit ich das weiß. Kannst dich entspannen. Boah, zum Glück. Nee, wer mag denn, ne? Hör ihn eine Stunde zu, dann rennst du weg. Weiß ich. Sag mal, warum ich gewechselt bin. Geht schnell. Wer ist noch schlimmer? Sniper steckt fest. Ja. Aber immerhin hat er Repzett gespart dadurch, ne? Plus die Reaper. Ja. Und den Timer ausgelöst. Hey, wake up. Oh, Banane! So, der nächste kann. Also der Next. Schon los. Jetzt kommt die Vorroute. Komm, holt nach links, holt nach links, holt nach links. Sehr schön. Weiter, 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 weiter. Sehr schön. Dennis? Ja? Ich glaube, Accept kann gleich wieder, ne? Ja. In 6 Minuten. Oder 4. Nee. Was wird jetzt noch? Die. In 4 Minuten. Vader, Messi und dann geht Accept wieder rein. Mhm. Ah ne, Fricky ist ja noch. Das ist... Ja, deswegen Fricky ist jetzt ja auch. Ah, hab ich mich verschrieben. Ach, scheiße. Next ist doppelt. Schreibst du vorher, lass vorher Fricky rein, ich baue schnell nochmal um. Fricky, Vader, Messi ist dann anscheinend die Reihenfolge. Ich bin gleich da. Ah, ich hab heute auch mit dem Schreiben. Und so ist ein Spitzname geboren. Schade, da komme ich ja gar nicht mehr zum Schießen, wa? Wann wechseln eigentlich Hulk und das Ospe raus? Wenn die VE gefallen ist. Okay. Kammer, du könntest vielleicht Glück haben, wenn Free for Kill ist, nachdem die VE gefallen ist, ist, Ist erstmal kurz Pause, damit die Wechsel vollzogen werden. Genau. Schade. 43er off und dann umsonst. Nicht umsonst, nur vergebens. Ja. Komm, René. Ey. Und dann, was soll ein Turbo sagen? 7-mal umgezogen. Auch umsonst. 7-mal nur? Wow. Ja, das ist diese Woche, ne? Ich habe extra Trainingsanzug angezogen, war auch umsonst. Ich habe heute extra frische Unterhose angezogen, hallo? War richtig umsonst. War auch umsonst. Du bist der Beste. Ich weiß. Schön mit frischen Schlummi in Karfreitag rutschen. Ja. Wieso? Ich dachte, es ist Fischtag. Gott, dann kam der von dir, dann geht das doch.
Vor ich treffe auf jeden Fall. Der war doch auf. Wieso auf jeden Fall? Wenn dann noch einer kommt. Hm. Geht aber ins MG. Ich gebe halt immer sehr gute Vorlagen. Der schießt auf ja. Den MG und den zernagelt. Level zu niedrig. Kommando hat mit dem wechseln müssen. Mhm. Kommando hätte es auch nicht geklappt wegen des. Nee, aber wenn du mit den zwei Männchen das MG wegkriegst, kann der Kommando wenigstens schießen. Ja, aber trotzdem nicht auch die VE wegen der Anti-Tank-Barrier. Mhm. Objekte, da schießt das Ding halt drauf, der Kommando. Und ja, komische Stahlbeame, die aus der Erde stechen, das ist auch ein Objekt. Ich bin ja mal der Meinung, die müssten eigentlich schon in den Camps mit drin sein, das wäre viel lustiger. Was? Naja, so Kolossus. Ja, so Aspekte. Ja, genau, Alter. Ich verzweifle so schon. Dann ist die Mitte ja nichts Besonderes mehr. Da steht das Ding in voller Kolossus. Da kommt dann der Mega-Kolossus. So. In der Mitte so mit. Vader, dass du auch gar nicht mehr vorglühen kannst. Also, Accept hat 5 Stufen drüber. Ich weiß nicht, wie weit der durchfährt. Der geht auf die Mitte, pass auf. Deswegen frage ich nur so. Und machbar, ne? Accept macht jetzt gleich fertig, ey. Gleich vorher fragen, bevor er los wird, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er durchkommt? Ja, du musst ihm auf jeden Fall sagen, dass er nicht direkt auf die Mitte geht, sondern echt auf die VE. Oh. Weil sonst fährt er da durch. Ja. Er denkt so, genau die Tiefe. Geht schön, Stefan. Ja, danke. Ja. Na, Messi, dann du? Ja, kann nur in die Hose gehen. wieso? Die Hose ist doch schon voll. Nö. Zum Glück sind die 3 MGs drüben. Ich hätte auch nicht weiter großartig umgebaut. Einfach Ruf. Was sagt der Sinn? Bleibt genug drüber. Bauhof neu. Ups. Mein Fehler, haha. Moin, moin. Moin, Spliffy. Moin. 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 Ja. Messi, das Ding steht ja noch. Ja, wird auch weiterhin stehen. Auch wenn ich angegriffen habe. Bisschen mehr Optimismus, bitte. Nö. Einfach nö? Nö. Naja, so alt ist er ja auch noch nicht. Früher, wo ich jung war. Kommando. Wo bleibt der Kommando dann? Ja, der hat Angst gehabt, der ist nach Hause gelaufen. Aber es war VE-Treffer. Aber VE-Hit. Schön. Aber trotzdem wieder gut aus. Der wird doch wieder guter Schlag bekommen, der MG. Und das MG-Ness geht jetzt auch schon ein bisschen mehr kaputt dann. Weißt du, war sehr gut. Das kommt in meine Hausaufgaben jetzt für dich. Drei Bietchen. Kann man gut merken mit dem Spectre jetzt, ne? Also, naja, ist nicht gar nicht schlecht mit dem Spectre das zu machen. Da hält er dann Kommando. Ab dem nächsten braucht man sich sowieso das nicht mehr merken. Jetzt ist sie eh weg. Jetzt nur die Frage, wie viel weg ist. Tja. Alles weg. Achso, wir können jetzt Tino eigentlich schon rausmachen. Hm. Oh.
Und Schwarz zu tauschen. Ja, von der Sache dich ja auch, weil du wirst ja auch nicht mehr angreifen können. Ja, lass uns mal warten, bis die VE wirklich weg ist. Wenn Abzett jetzt angreift, ist die VE weg. Bete, dass nur die VE weg ist. Ja, umso schneller ist das Ding auch mal fertig. Hast du ab dem Haus abgemacht mit Dino, dass er irgendwo eine Einladung hinkriegt? Ja, ihr beide könnt dann zu Schaffer, aber jetzt habe ich die Einladung noch nicht. Okay, wir machen erstmal den Hopsi-Hopsi weg hier. Hm. Ju, jetzt wird's spannend. Bitte mach nicht die Folge, bitte mach nicht die Gebäude in der Mitte kaputt. Gucken, wo er da hinpackt. Ah, ne, sieht gut aus. Du weißt nicht, wie die 2-3 aussieht. Doch, doch. Achso, doch, ist okay. Passt. Wäre die Mitte, ist schwierig. Nee, die ist auf jeden Fall weg, die Folge. Erstmal die Hälfte deaktiviert, damit der Rest stehen bleibt. Ja, dieses MG ist echt hart. Guck mal. Ja, aber die VE ist weg. Die wird drauf gehen. Na, das glaube ich nicht. Ich glaube, der Partikelkanone macht noch zu viel Damage. Ja, vielleicht hätten die Millis, die Getanten auch vorher laufen müssen. Die MG-Neste ein bisschen runter sind. Ja, kommt doch jetzt 49er, läuft doch drauf. Okay, Partikelkanone ist ja echt noch heftig. Ja, hab ich dir gesagt. Aber angehittet. Hatte mal. Ja, 82%. Ist ja gar nicht so weit weg von meinem vorprognostizierten Weg. Spätestens in 16 Minuten ist die Mitte weg. Wir müssen aber auch sagen, das MG hat echt krasse Arbeit gegen die Salas geleistet. Ja, die Sternchen-MGs sind total OP. Ja, okay, aber die Scherben bietet denen ja auch, ne? Nicht die MG-Nest. Also mit den Sternchen-MGs würde ich vielleicht sogar wieder mal GD1-ADEF spielen, ne? Ja, hat ja auch keinen Cooldown irgendwie, komischerweise. Meine, zwei MGs halten einmal drei Salas auf die ganze Zeit. Der Quoten-Venom. Venom, da reißt es raus. Fast die KZ angehittet. Mit dem Venom. Direkt unschlagkräftig gemacht. Den Accept wolltest du denn nicht mehr, oder? Accept? Entschuldigung, versprochen. Zocker, meinte ich. Ja, jetzt Poker dieser, danach kommt wieder Zocker und dann war ja irgendwie... Ja, aber Adisa kann doch noch gar nicht. Ach so, scheiße. Bei der ist er später, hat er später angegriffen. Und dieser ist ja eingeschlafen. Aber dann machen wir es so. Kann Connor denn schon wieder? Also jetzt Condor wieder Mikro an. Hey Opa, rede mit uns. Was? Wie? Wo? So, Mikro, wer? Wann kannst du wieder angreifen? In wie vielen Minuten und Sekunden? Geh mal mit dem Maus über den Angriffstimer. Wo sehe ich das? Du musst auf den Angriffstimer draufdrücken. Also mit dem Maus rüber gehen, dann wird sie angezeigt. Ja, also Kammer, du kannst dich mal bereit machen. Ja. Mach schon mal eine Motivationsansprache an deine Einheiten. Sie sind es gewohnt zu sterben, also 40 Sekunden. Okay. Ach, Adisa kann doch schon. Cool. Dann lag es daran wahrscheinlich, Messi noch zwischengehauen hatte. Stimmt. Wir hatten eine 26 so gesehen. Okay, ich war eigentlich mit meiner Aufhörer. Ja. Eigentlich.
Das ist ein schöner Angriff. Er hätte vielleicht ein bisschen tauschen sollen, den einen noch mit, oder mit der Offiziemke oder mit was. Wenn Venom ganz links, dann wäre der MG weg, eventuell. Der Avatar läuft jetzt durch die Folie durch. Oh, geil, der ist. Also ab jetzt musst du aufpassen, dass die Mitte wirklich nicht weggeht. Ja. Wir sollten kurz Pause machen und lass uns die Wechsel durchführen. Jetzt muss auch Pause. Ja, jetzt geht das mal da. Hauptmann? Ich schreib mal kurz rein, Pause. Nein. Die VE wird weiter geschossen. Ja, also, dass die Leute halt nur links angreifen oder so ein Scheiß. Weil es ist im Prinzip alles klinisch tot. Wenn du jetzt mittig reingehst, dann ist alles weg. Die VE ist fast gemacht. Die VE ist weg, 16%. Im Prinzip ist alles klinisch tot, die beiden ist raus. Wenn jetzt einer irgendwie in die Mitte geht, dann bist du durch. Na. So. Wen lädst du zuerst ein? Ja, das machen jetzt Chris und... Chris, wen lädst du zuerst ein? Hey, junge Pavian. Ja, dann Chris, bitte komm. So. Und mich müsst ihr rausschmeißen. Weil ich kann ja. Und ich kann so ja gehen. Mann. Ja. Ich doch gerade gesagt, Jewe eingeladen. Okay, der Mikro war aus. Schon gekriegt. Sorry. Da kannst du viel sagen, wenn du nicht. Und dann kannst du auch direkt den Hauptmann einladen. Jetzt ist so. Jetzt habe ich was vergessen. Doch, habe ich den WL vergessen. Ich darf den Hulk rausschmeißen. Einladung an Hauptmann ist raus. Gut, dann bitte beide annehmen, rüberkommen und dann mach noch die Mitgliedsänderung. Ja, der Hauptmann ist doch noch gar nicht da. Ja, das mache ich doch über UV. Ach so. Römer kippt von Allianz. Hauptmann. Zock ist next. Wieso UV? Hier ist doch weg. Wo ist halt der Hauptmann? Hab ich die schon gezogen? Mitglied, ne? Ja. Ja, Mitglied. Der Hauptmann. Nee, OBH. Warte mal. OBH, so OBH. Sag mal, der Hauptmann, der war gerade selber on und hat vergessen, die UV wieder rauszugeben. Hauptmann, bist du selbst da? Nee, ist er nicht mehr. Oh, Idiot. Gut, also UV fehlt, ja? Das heißt, du hast alles durchgeguckt, UV ist nicht da. Ja, dann sollte mal jemand auf dem ARIS-TS gehen und Bescheid sagen, dass der die UV nicht rausgegeben hat. Der ist beim Autofahren. Warte mal kurz, also das gehe ich jetzt aber ganz langsam durch. Nimm Steuerung F, da kannst du es sehen. Glaube ich nicht. Nee. Ich glaube, die Daten hat Popeye. Ja, wir sind aber auch keine kleinen Kinder, wir schießen hier in Mitte und rennen jetzt nicht irgendwelche Leute hinterher. Also er hat sie nicht mehr vergeben, er ist weg. Gut, wer ist sonst von Ares online? Ja, komm, wollen wir Ronny einladen? Ja, hau rein, los. Okay, Ronny ist nicht online. Ronny ist nicht online. Doch, Ronny ist online. Fakt ist, Platz verschenken wäre dämlich. Da kommt jetzt ihr irgendeinen daher und gut ist, komm, schnell. Ronny ist im TS. Ja, dann nimm Ronny rüber, dann hat er Glück gehabt. Ja. Ronny? Der soll mich im Spiel anschreiben. Der soll mich im Spiel einfach mal anschreiben, schnell. Schick ihm doch eine Einladung einfach. Schreib mal zur Wummern an, schnell. Aber der kommt doch nicht auch nach Schaffer, oder? Nein, entspann dich. Jetzt schreib der Wummern an. Hauptmann ist online. Ja, dann muss der auch irgendwas machen. Warte, der ist da? Was soll er machen? Dann soll der die scheiß Einladung annehmen. Was ist da los? Leute, wir haben die dümmsten Lasten, du. Alter. Soll ich einmal auf die VE gehen? Wenn du nur links reingehst, ja. Geh einfach nur links rein. Also mach das bitte, ja. Habt ihr doch 50 Minuten, also, ne? Ist bei Ares auch top organisiert. Hast du was anderes erwartet? Die Leute wissen Bescheid. Seit Tagen, dass die hatten aber unter dem Hubbard die direkt im Loch. Ja, ne, so, ne? Fakt ist, jetzt wurde geschrieben, dass der Hauptmann online ist. Hat er jetzt irgendwie reagiert in irgendeiner Form? Ja, nein?
Nein. So. Hm. Unter den Alpha habt ihr ein Loch, ne? Ich wusste, ne? Ja, das ist egal. Okay. Ja, wir warten jetzt noch eine Minute. Wenn er dann sich nicht meldet, dann kriegt sie jemand anders. Hä, er hat gerade geschrieben. Oh. Ja, wo hat er geschrieben? In-game, im Chat. Ja, dann soll er die Einladung annehmen. Der hat doch eine Einladung vorliegen, muss er sie annehmen. Er ist doch vorgesehen für die zweite Mitte, oder nicht? Ja. Ja. Aber im Augensitz kann er sie nicht annehmen. Ja, das interessiert mich. Der muss ja die UV vergeben. Es war klipp und klar, dass die Leute die UV vergeben haben müssen, sonst kriegen sie die Mitte nicht. Das war glas und klar da. Ich hatte einen schönen 9-Slot-Anschluss, gell, Leo? Der hatte die UV vergeben, aber sie ist weg. Ja, weil er hat die Allianz verlassen. Er hat die Allianz verlassen. Das ist schon mal gut, jetzt muss ich sie nur noch annehmen. Dann schafft er das ja vielleicht noch. Oh. Klick du mal auf. Ja, die hat er, glaube ich, nicht mehr. Die ist bei uns weg. Der hat die Einladung abgelehnt. Ja, dann schick ihm eine neue. Wie doof kann man eigentlich sein, wenn ich fragen darf, aber ist egal. Ja, der sich so blöd anstellt, kriegt eine Mitte, ja? Ja. Ich hab ihm jetzt eine neue geschickt. Und jetzt muss er es aber annehmen, sonst wird das nichts hier, ehrlich. Okay, Conny. Alter, das gibt's doch nicht. Ich bin froh, dass ich tierlich bin heute. Ich werde es ihm nachher drücken. Na, wir drücken ihn mal. So. Okay, ich geh kurz wieder. Was auf mit die genau? Member da, das schießt das Ding weg. Setz ihn auf inaktiv. Oh, nee. Ja, Mitglied setzen. Ist schon erledigt. Haben wir schon. Ist schon fertig. Wieso Zocker-Go? Ich dachte, wenn VE weg ist, dürfen alle. Ja, jetzt ist ja, der macht sie jetzt weg. Ja. Ja, das ist ja klar. Ja, das war auch in der Nachricht, wenn die VE down ist, können alle. Nee, weil okay. Ein Zocker-Go. Ja, noch war sie ja nicht down. Achso, das ist jetzt auch stimmt. So schnell fällt die ist noch nicht weg. So schnell ist sie nicht weg. Also die fällt noch nicht, ne? Ich würde mal reinschieben. Ja, müsst ihr reinschreiben, viel Kill, ich kann nicht mehr schreiben. VE ist weg. Free Kill für Zocker. Ja, das ist ja logisch. Dann ist dann nichts mehr da gewesen. Ja, zu Lieder, Jungs. GG! So, Hulk, noch irgendwelche Abschiedsworte für den Livestream? Ihr löschen. Anscheinend nicht.